Folge 267 von Simotrans. Ich hatte letztes Mal gesagt, wir machen hier die Dingens weiter, aber es kam ein Kommentar von Michael Friedrich, der sagte mir, ich muss mal nochmal in den Dingens gucken, in den Zug gucken. Ja, warte mal, scrollen wir mal raus, warte mal. Wir müssen nach hier, nach da, nach da. Und er meinte, dass hier der Zug verwirrend ist, beziehungsweise ich den falsch aufgebaut habe oder sowas. Aber dieser hier. Weil hier landwirtschaftliche Güter sind. Stückgut und Stahl. Also Paletten, Stückgut und landwirtschaftliche Güter gehört rein. Der Stahl ist tatsächlich nicht da drin. Der muss eigentlich raus. So, jetzt bedeutet das, er hat zurzeit nichts geladen, das heißt, er kann gerade zum Depot. Also die Stückgut ist klar, das ist bringt er ja hin und her und landwirtschaftliche Güter kommen mit dem Schiff von den Farmen zentral, machen wir die Karte gerade auf, die kommen hier weg, irgendwo sind hier ja da und da. Diese Güter fahren mit dem Schiff hier hin, mit dem Zug, also erst mit dem Fahrzeug, Wagen, dann mit dem Zug hier und dann mit dem Schiff nach da. Und deswegen ist das da dran. Ne? Gut, er fährt jetzt zum Depot. Wir verfolgen den mal gerade. Machen gerade noch ein bisschen schneller. Da. Und dann haben wir ihn drin. Und so, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Stahlanhänger da rausnehmen, weil die gehören ja nicht dazu. Jetzt habe ich wahrscheinlich da hinten die angebappt, ne? Stück gut, Stück gut, Stück gut, Stück gut. Der ist hier der Stahlanhänger. So, jetzt sollte er nicht mehr da. Können wir nochmal durchgehen. Landwirtschaftliche Güter steht hier überall. Hier steht überall Stückgut. Landwirtschaftliche Güter, ist klar. Stückgut. Landwirtschaftliche Güter. Jetzt müsste er passend sein. Hat allerdings die falsche Länge. Na, falsche Länge ist gut gesagt, ne? Jetzt muss noch einer dran, ne? Das ist nur die Frage, welchen nehmen wir? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Komm, wir machen jetzt noch, damit es richtig schön schick aussieht, noch den falschen Anhänger dran. Nicht den, sondern den, ne? Genau. Und jetzt haben wir Halblänge 15. Wenn ich noch einen drücke, ist Halblänge 16. Alles klar. Gut, dann machen wir gerade hier noch verkaufen. Den weg und dann kann der wieder auf die Reise gehen. Dann kommt er da gleich wieder raus. So, jetzt haben wir das richtig. Gut, und dann wollten wir jetzt schauen, dass wir die Städte anfangen. Ich mache mal hier oben. Die sind ja jetzt hier gewachsen, wie wir sehen. Hier ist jetzt ein mehr, da ist einer mehr. Jo, BASD verkehrt. Falltasten sind gefragt. Ah, da steckt einer fest. Ja, krass. Der kann nicht rein, wenn der nicht raus kann. Ist klar. Wer blockiert hier? Kann ich den mal gerade zum Durchbruch schicken? Fährt er dann weg? Ah, fährt nicht zum Depot. Aber so hat's geklappt, dass er durchfährt. Dann ist der Knoten weg. Aber das bedeutet, dass wir hier einen Punkt haben, wo es nicht so gut läuft, ne? Können wir dieses vielleicht anders, müssen wir, denke ich, anders machen. Macht so keinen Sinn, wie es jetzt ist, ne, oder? Ich würde das jetzt mal so machen wollen und hoffen. Ah, das, ja doch. Vielleicht bringt's das. Ich weiß es aber nicht. Signal hierhin. Fährt er jetzt schon geradeaus? Ich glaube nicht, ne? Ne, der hat sich noch ein anderes Ding gebucht. Der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Der kann auch gerade weg. Und das ändern wir hier auch noch gerade.
Das bringt Sole mir auch nichts. Machen wir eine Brücke hin. Und dann das Gleis noch hier. Machen wir so, oder? Stromnonne. Passt. Jetzt kann man nur da lang fahren. So, jetzt müssen wir mal gerade schneller machen und gucken, ob da auch ein Zug kommt. Der fährt da lang. Der fährt da lang. Gibt es auch mal einen, der da rumfährt? Nein. Ja, der nimmt schon mal die Abkürzung. Jetzt wäre noch schön, wenn von hier unten einer kommt, der da links abbiegt. Macht er aber nicht, ne? Ne. Gut, ist dann erst so. Irgendwann werden wir das vielleicht wieder sehen, dass hier so eine Blockade ist und dann läuft das wieder nicht so. Jetzt fangen wir nicht... Ach doch, wir fangen da oben an. Das war schon richtig so. Komm, zack. Karte und wir fangen hier an. Da gucken wir. So, Bushaltestellen müssen dann hier neue hin. Ja. Da. Und da und... Die sind jetzt hier... Das bedeutet, da muss eine Straße rein. Und dann kommt der dahin. Und der dahin. Dann passt das. Und da oben ist es einfach auf der Straße. Das heißt, wir müssen die Straße ein bisschen verlängern. Und dann kommt hier Bushaltestelle so hin, ja. Und der Briefkasten dahinter. Abgedeckt, ne? Ja, hier ist auf der Straße dann auch. Irgendwann das zu machen. Gut. Jetzt müssen wir nur gucken, wer hält hier an. Redenburg Ost. Rathaus, Redenburg Rathaus. Der kann noch einmal darüber fahren dann. Der kann zu und Linie ändern. Und nachdem Gabelsberger Straße hat, aus ihrer Zeile. Wo ist die? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hängen wir jetzt ihm den an. Okay, da müssen wir noch vorher das Rathaus einfügen. Rathaus. Ah, hat gut geklappt, ne? Kannst du da rauslöschen? Und da natürlich einfügen. Ne? So. Die Haltestelle hat geklappt. Jetzt müssen wir nur gucken. Das müsste ja dann hier die Südroute sein, oder? Ne, ist auch Riedenburg Ost. Okay. Das ist aber jetzt zu schlecht sozusagen. Das wird dann zu groß. Redenburg West. Wer fährt denn hier unten zu dem Dingens raus? Zu, sag schon, wie heißen sie? Wie heißt die Linie hier? Touristische Ziele. Da machen wir das so. Stehen die alle am Apollo-Tempel hier? 5170. Krass. Gut, dann würde ich aber trotzdem hier so sagen, dass wir jetzt die Linie hier ändern. Rathaus, Apollo-Tempel, Südostwald, Apollo-Tempel.
So, das bedeutet, wir fahren jetzt vom Rathaus zum Apollo-Tempel, fügen hier das Rathaus erstmal wieder ein, weil das macht ja gar keinen Sinn. Dann fährt er zum Riedenburg Südostwald. Das ist dahin. Und dann fährt er hier, da nochmal einfügen. Rathaus. So, Rathaus, Apollo-Tempel, Rathaus, Südostwald, Rathaus, Apollo-Tempel. Und dann fährt er nochmal zum Schluss zum Rathaus, ne? Und dann darf er nochmal nach hier fahren. Keltersweg. Dann haben wir das. Dann fährt er zweimal Apollo-Tempel an, dann sollten das auch schneller weniger werden, weil die sind wahrscheinlich auch nur angesammelt, weil er hier immer irgendwo war, ne? Ja, da sind nur 54 Leute. Ach so, die wollen vom Dingens her, sag schon, vom Rathaus her dahin, ne? Wenn ich jetzt hier aufmache, sehe ich, dass die 1000 Leute zum Apollo-Tempel wollen. Post. Oh, mittelalterliche Kirche wollen auch ganz viele hin. Hier ist der Apollo. Warte mal, wo kommen denn diese vielen Leute her, die, wo ich jetzt eben mit Apollo-Tempel habe, da bin ich verguckt. Habe ich mir wahrscheinlich verguckt. Aber. Dann brauchen wir nicht so viele Apollo-Tempel-Leute, oder? Busse. Hier stehen. Warte mal. Also. Ah, warte mal. Das da drunter ist immer das. Das sieht so komisch nur aus. 669. Okay, die Passagiere stehen im Rathaus. Aber die wollen nicht zum Apollo-Tempel. So, das heißt, dann ändern wir die Linie. Und nehmen den Apollo-Tempel nochmal da raus. So, jetzt passt's, oder? Rathaus, Apollo-Tempel, Rathaus Südostwald, Rathaus Keltersweg, damit der Rathaus. Gut. Alles gut. Das läuft erstmal. Hier haben wir erweitert. Diese Seite der Stadt ist gut. Hier unten ist nichts. Da oben ist was. Ja, da muss was hin irgendwo. Gut, das bedeutet, hier oben müssen wir irgendwo noch eine Straße hinführen, die uns eine Bushaltestelle bringt, die das hier abdeckt. Okay, das bedeutet, wir müssen drei weiter nach oben, drei weiter nach links und hier, da. So. Den dahin und den dahin. Dann ist da abgedeckt. So, und dann müssen wir aber eine neue Linie machen, ne? Das geht nicht anders. So, jetzt müssen wir gucken, was wir hier haben. Ach so, vielleicht sollte man auch mal die Busse renovieren, ne? Ja, das Mercedes-Benz O404. Ich muss erstmal. Machen wir Passagiere. 99 Passagiere. Mercedes-Benz Eingen 3-Türer. Keine Ahnung, was das heißt. Urbino 15 Solaris, Mercedes-Benz Eingen 2-Türer. Okay. Mercedes-Benz O405. Urbino. Der kann 99 Leute. Was ist mit dem, dass der rot ist? Ach, das ist ein Gelenkbus, okay. 105 Leute sind das dann.
Höchstgeschwindigkeit 50, also das, ja, obwohl es ja Stadtverkehr wäre, auch egal. Die Kutsche. Citaro, Überlandbus 1, 65 Passagiere, 91 km/h. Alle fahren 50, welcher war mit 100? Eben einer war 100. Der da. Hat aber nur 51 Passagiere. Hat der Haltlänge 2, das ist die Frage, ne? Also würde ja noch funktionieren, ne? Ich nehme den einfach mal jetzt und fertig. Ach, dann ist er schon fertig da. Und so, Start. Noch kein Fahrplan. Gut, dann machen wir den gerade. Hier am Rathaus. Und fährt hier oben, wo ist es jetzt? Dahin. Und. Das hat gut geklappt. Fahrplan. Neue Linie. Stadtbus. Riedenburg. Nord. Oh, das jetzt. Schuss, Schuss. Enter. Riedenburg 9. Nord. Starten. Der ist unterwegs, der Gelenkbus. Müssen wir gerade nur in die Linienverwaltung gucken, ob es nicht in Riedenburg eine Nummer unten gibt. Ja, hier sind sowieso Nummern. Linie löschen. Linie löschen. Die können schon mal weg. Gut, wo ist denn der Gelenkbus? Achso, der muss vom Depot erst zum Dingens gefahren sein. Da oben ist er. Da, da. Und keiner dran. 105 Passagiere möglich. Folgen wir den. Ein Passagier im Gelenkbus, der erste, kriegt einen Lolli. 0 von 105. Okay, auch wieder so ein Ding, wo wir kein Geld verdienen erstmal. Doch, da kommt wieder einer. Nein, Geld verdient sie da nicht mit. Gucken, ob da mehr einsteigen. Nee, noch nicht. Ja, immer einer. Jede zweite Runde. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das aber erstmal. Oder schauen wir lieber nochmal gerade. Vielleicht ist ja doch noch eine Ecke hier. Da ist nix, da ist nix. Da ist auch nix. Redenburg haben wir erledigt. Wenn ich mich nicht täusche, oder? Ne, ist überall abgedeckt. Nächste Stadt, nächstes Mal. Hier, Adexen. Da oben sehen wir schon was. Dann würde ich das aber jetzt erstmal sein lassen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochgeladen habe. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.